herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem zweiten Spieltag der Regionalliga Nordost Saison 2022-2023 hier bei uns beim Greifswalder FC. Wir spielen am Sonntag gegen den Chemnitzer FC um 13 Uhr ist Anstoß hier im Volksstadion und da senden wir auch nochmal einen ganz, ganz lieben Dank an die Stadt raus, die das möglich gemacht hat, dass wir hier spielen können am Sonntag. Ein paar Vorabinformationen aber auch noch diesbezüglich. Der eigentliche Gästeblock ist ja bisher noch nicht fertig und deswegen werden die Gäste zeitweise auf die Gegengerade gebracht. Da werden sie dann stehen und deswegen können da halt keine Heimfans hin. Dennoch werden die Blöcke 2, 3 und so weiter für die Heimfans natürlich zugänglich sein. Heimfans kommen über die Pappelallee rein und über den Karl-Liebknecht-Ring. Die Gästefans ausschließlich über die Wolgaster Straße. So, wir rechnen, wenn alles gut läuft, so mit rund 1500 Fans. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann alle mit dabei seid. So, und jetzt zu den Gästen, die wir heute bei der PK haben. Das sind zum einen Teamchef Roland Groß und unser Neuzugang im Mittelfeld Luca Jensen. Die ersten Fragen erstmal an den Teamchef Herrn Groß. Wie schaut denn der Kader für Sonntag aus? Gibt es ein paar Spieler, die zurück in den Kader rücken können? Ja, das kann sein, dass wir ein, zwei Spieler dazu bekommen. Letztendlich ist es aber so, dass wir die Entscheidung erst beim Abschlusstraining treffen können, weil wir da noch nicht so 100% sicher sind. Die Langzeitverletzten, die mehr oder weniger ausfallen, Robert Müller, Mika Schneider ist dazu gekommen, der sich einen Finger gebrochen hat, Matteo Hecker und Jojo Richardson, das sind vom Kader her so. Das, was ich sagen kann. Okay, und du warst auch mit dem Spiel beim Berliner AK insgesamt trotz der Niederlage recht zufrieden. Wie schaut denn jetzt die Trainingswoche aus oder wie sah sie aus? Ja, wir haben eigentlich da weitergemacht, wo wir aufgehört haben, gerade im taktischen Bereich, dass wir die Inhalte immer weiter festigen, weil, wie gesagt, wir hatten eine kurze Vorbereitung. Wir haben gerade im Defensivbereich gearbeitet, aber auch letztendlich offensiv. Sachen einstudiert, sodass wir, denke ich, gut vorbereitet sind. Okay, und wie erwartest du die Gegner am Sonntag? Ja, Chemnitz ist eine Mannschaft, die ja auch im oberen Drittel zu erwarten ist und dementsprechend glaube ich, dass es ein schweres Spiel wird und dass wir auf einen guten Gegner treffen. Das denken wir alle. Schauen wir mal, wie es läuft. Ja, dann weiter zu Luca. Hast dein Debüt in Berlin gegeben für uns? Wie war dein Gefühl auf dem Platz, das erste Mal mit der Mannschaft? Ja, war ein sehr gutes Gefühl. Ich glaube, wir waren auch auf den Gegner gut eingestellt worden. Hat sich sehr gut wieder angefühlt, nach einer längeren Pause jetzt für mich diesbezüglich. Aber hat sich auf jeden Fall sehr gut angefühlt, mit der Mannschaft zu spielen. Ja, und du hast dich ja direkt nach einer halben Stunde die Geschichtsbücher eingetragen. Die erste gelbe Karte für die Greifswalder FC in der Regionalliga. Spielt man so Fußball in Lautern? Ja, ich denke, die ein oder andere gelbe Karte wird da noch dazukommen. Nee, das ist einfach so. Ich spiele ein körperbetontes Spiel und da wird die eine oder andere noch dazukommen, auf jeden Fall. Genau, und ich denke mal, so müssen wir auch auftreten gegen die Chemnitzer FC oder was denkst du, was müssen wir da auf den Platz bringen? Auf jeden Fall, nicht nur das, ne? Also wir wollen dann unser Spiel dann auch durchbringen. Wir werden wieder gut eingestellt sein und wenn wir das auf den Platz bringen, ist in jedem Spiel immer alles möglich. Ja, das denke ich auch. Genau, das wären meine Fragen erstmal vorab. Haben wir Fragen von der Presse? Cornelius Link von der Ostsee-Zeitung. Nur eine Frage an Herrn Groß, und zwar zum Ablauf von den Heimspielen generell. Wie sieht da so der Tagesablauf aus? Wann trifft sich die Mannschaft? Was ist da so geplant? Ja, wir treffen uns üblich anderthalb Stunden vor dem Spiel. Dort haben wir die normalen Abläufe, wird die Mannschaft mehr oder weniger eingewiesen. Und ich denke mal, dass die Mannschaft aber trotzdem schon die Woche über fokussiert ist und wir dementsprechend dann gar nicht mehr so viel machen müssen, sondern nur noch mal im Detail einige Sachen absprechen. Weitere Fragen? An Luca, ich habe eine Frage. Zwar besser gesagt, du bist ein Mittelfeldspieler und bist neu bei der Mannschaft. Wie schwer ist das mit der Kommunikation auf dem Platz, wenn man so neu zum Team hinzustößt? Also ich muss ehrlich gestehen, die Mannschaft hat es mir auch einfach gemacht. Ich bin jetzt ja seit 2 Wochen hier. Dadurch, dass das Ganze sehr reibungslos geklappt hat, fühle ich mich da auch auf der Position, wo ich spiele, sehr frei, sage ich mal, und gut aufgenommen. Und von daher ist die Kommunikation da eigentlich ein kleineres Problem. Uwe Seeler hat immer gesagt, er hat vor jedem Spiel am Abend davor einen Einkühlungsblitz getrunken als Vorbereitung. Hast du Rituale oder wie bereitest du dich auf ein Spiel vor? Da gibt es so einige, ne? Wenn wir da jetzt halt, alle durchgehen würden, würden wir, glaube ich, morgen da noch stehen oder sitzen. Aber es gibt so grundlegende Sachen, einfach eine gute Ernährung, gute Spielvorbereitung auf den Gegner selbst auch nochmal vorbereiten, gegen wen spiele ich überhaupt. Und früh zu Bett gehen.
Weitere Fragen? Nein, das ist nicht der Fall. Alles klar, dann brauchen wir das auch nicht noch künstlich in die Länge ziehen. Ja, dann war es das mit der Pressekonferenz für heute. Ich hoffe, wir sehen uns dann alle am Sonntag hier im Volksstadion. Und ja, danach gibt es dann die nächste Pressekonferenz mit der neuen Teamchef Roland Kroos und dann vermutlich mit einem Ex-Lauter links von mir erneut, dann Christian Tiffert vom Chemnitzer FC. Bis dahin, wir sehen uns.